Und zwar ist das eine Geschichte aus dem urtulamitischen Märchenzyklus Azizel El-Dasch. Das wilde Magramag wölbt sich unter den unendlichen Sturmhimmeln, im brandheißen Aschen- und Funkenregen, zwischen alles verschlingenden Rankwäldern und auf schwarzer Erde und rostgeschmiedetem Erzboden. Kein Wasser, kein Dampf, kein Eis. Diese Welt schwelgt in ihrer eigenen Trockenheit. Die Erde aber ist verflucht wie der Wind, der nie weniger ist als ein Wirbelsturm oder Gluthauch, das Feuer, das nicht wärmt, sondern nur verbrennt, und das Erz, das belebt ist von seinen Kreaturen und aus dem sich nur Tod und Vernichtung schmieden lassen. Die Berge aber sind nicht Majestät, sondern Drohung und Albtraum, und auf ihren höchsten Spitzen findest du den Weg in Belshirachs Domäne, wie von den tiefsten Tiefen und den vertrockneten Ufern der Weg gen Charybdorot weist. Ewig hämmern gefangene Seelen an den Städten und Festen von Irwitz, an Werkzeug und Schreckenskunst, die sich gegen Betrachter, Besucher und Benutzer wenden. Das Herz von Magramag ist der gesplitterte Berg, wo auf dem Baum von Blut, Holz und Eisen der Feuerthron Agrimuts lodert, umtost von weltenzerrüttelndem Sturm aus dem Nichts. Gut. Also. Kein Schicksalspunkt für die 20, dann bekommt ihr 10 Lebenspunkte zurück und zwar alle, die anwesend sind. Komm, hier so ruhen, du willst den doch bestimmt chippen. Ich nehme natürlich auch Yasafar mit. Ja, ich war gerade so ein bisschen mit Lesen beschäftigt. Kein Problem, dann kannst du die 20 chippen. Das ist eine Probe für alle, dementsprechend dürft ihr auch alle chippen. Dieser Run hat den einzigen Chip. Einmal bitte. Ja, immer hat auch einen. Behalt den Chip, das sind nur 3 LE, die du rausholen kannst, wenn der unter Nein, das sind 6 LE. Der ist aufgestuft. Super. Aber für die 20 neu? Ja, Isarun darf den nehmen, oder? Ja, oder Isarun darf das auch machen. Nee, mach du mal lieber hier. Du bist der Gewalter. Wie sich hier die Verantwortung zugeschoben wird. Dann sind das nochmal 6 Fragen. Nur 16 Punkte. Ach, das nehme ich gerne. Habt ihr eigentlich auch so ein Problem, dass der irgendwie das nie nimmt, wenn ihr auf den LAP-Dings klickt? Ja, man muss mal auf diesen Wertescreen gehen. Ich beginne mal, mich ein wenig umzublicken in Richtung der Ausgänge. Schau mal, ob ich irgendwelche Adern finden kann, die an den Wänden entlanglaufen. Archenmäßig. Ja, du kannst mehrere Ausgänge sehen, die hier wohl in verschiedenste Richtungen führen, nach unten, nach oben. Teilweise müsstest du ein bisschen Schrott nach oben klettern oder einige Dunghaufen oder ein paar Metalle zur Seite räumen, damit du dann nach unten gehst. Also es gibt mehrere Ein- und Ausgänge. Das sind so kleine, gestauchte, dunkle und schmierige Gänge, teilweise mechanisch, teilweise gewachsen. Du kannst daran sehen, wie wohl einige ätzende Vitriolpfützen hier liegen, tropfen. Vielleicht so ein bisschen Wasser noch von dem Üsli-See, die dann in verschiedenste Richtungen laufen. Auch gegen die Physik laufen die Wasser dann teilweise auch nach oben. Du kannst einige Fühler, Wurzeln erkennen, die dann so ein bisschen nach dir tasten, wenn du ihnen näher kommst. Du siehst, wie sie dann aus den Steinen sprießen, wenn du sie ja teilweise berührst, dich so ein bisschen abstürzt oder so ein bisschen Steine dann beiseite räumst. Aus der Ferne kann man metallisches Knirschen hören oder Schreie, als ob hier irgendwelche Wesen aus Metall geknechtet werden, ein rhythmisches Stampfen. Wohin wenden wir uns nun? In Richtung des Lass mich noch schauen. Herzens oder zum Thronsaal? Lass mich auch mal mitschauen. Wie war das auf der Arche noch gleich? Die Adern waren doch für gewöhnlich auf dieser Höhe. Du kannst sogar die Adern abdrücken, um dich kurzzeitig irgendwo durchzuquetschen und so. Das hat doch dieser komische. Wie hieß er nochmal? Der Bucklige hat das immer erzählt. Lupdil. Mit dem ich mich angefreundet hat. Wie? Lupdil, genau. Lupdil hat mir mal erklärt, wie man sich durch die Arche durchbewegt. Ja, wir haben das auch immer beobachtet, dass. Haltet euch von den Türrahmen fern, könnte sein, dass sie zuschnappen. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Gehen wir erst zum Herzen und hoffen, dass das irgendwas bringt, oder gehen wir direkt zu Gol? Naja, wir wissen alle, wo wir hier dann hin müssen und stellen ihn. Also ich versuche mich mal zu orientieren, insofern wie die Karte, die wir ja mehrmals studiert haben, noch hier mit der Realität übereinstimmt. Wo sind wir?
Ihr habt doch eine ganze Menge Bandstaub. Wie wäre es, wenn ihr mal eine ganz kleine Prise nehmt und sie auf eine der Adern schmeißt und schaut, was passiert? Ob die Ader sich direkt verdampfend zurückzieht oder? Warum eigentlich nicht? Ich versuche mal, während dieser Runde am Orientieren ist, versuche ich mal, eine der Adern ein bisschen anzuschneiden. Mit einem Dolch. Und da ein wenig Bandstaub hineinzuwerfen. Oder hin drauf zu werfen, dann auf die offene Stelle. Okay. Gibt es Verfärbungen? Gibt es. Also, erstmal kannst du dir notieren, dass der Bruchfaktor von deinem Dolch plus 3 steigt. Und dann siehst du verschiedenste Verfärbungen. Eine Orientierung gestatte ich. Jetzt ist es keine plus 5 mehr, sondern nur eine einfache Anatomieprobe, um euch in dieser Festung zu orientieren. Und das. Man kann die Flussrichtung sehen, seht ihr hier. Und wie ist das mit Herzen? Aber mir ist er doch Horasia. Ja. Das Blut fließt zum Herzen, richtig? Es kommt vom Herzen. Es fließt zum Herzen und vom Herzen weg, je nachdem, welche Art von Vene ihr erwischt. Welche Art von Vene ist das? Richtig, seht euch das an und sagt mir, woher und wohin. Ich würfel mal. Du hast da natürlich sogar. Nein. Boah, nicht gut, aber der Wurf ist ziemlich gut. Kann ich erkennen, ob sie. Ist sie vielleicht heller? Also ich vermute, so funktioniert ähnlich wie menschliches Blut. Helleres Blut fließt ja, glaube ich, zum Herzen hin und dunkleres, glaube ich, vom Herzen weg. Nee, andersrum. Sicher? Ja. Okay, dann so rum. Nee, wir brauchen keine Orientierung. Wenn du dich in der Festung orientieren willst, dann immer mit Anatomie. Und die ist jetzt nicht mehr plus 5, weil ihr mit Bandstaub arbeitet, ist sie nur noch eine einfache Anatomieprobe. Ja, die haben sie geschafft. Genau, ja, es ging jetzt nur darum, um Isarun. Also, die wollte sich auch orientieren. Also Abelmir, du bist dir sicher, du hast eine der Hauptvenen getroffen, die müsste wohl höchstwahrscheinlich zu sowas wie, ja, die müsste wohl zu der Herzkammer führen, zu dem Maschinenherz. Also ich denke, in Dietrich zeigt man in die Richtung, in der die Vene sich entwickelt, geht's zum Maschinenherz in dieser Festung. Ja, dann machen wir das kaputt. Interessant. Die Festung schreitet unaufhaltsam über Gareth heran. Und wenn wir Galotto konfrontieren, kann niemand sagen, ob wir Erfolg haben. Ich bin auch dafür, wir sabotieren zuerst das Herz. Aber du hast doch Erfahrung auf der Dämonenarche auch sammeln können. Könnt ihr hier ein Schild gegen Dämonen machen oder blockieren wir uns damit, also blockiere ich damit, dass ihr nicht laufen könnt, weil die ganze Festung dämonisch ist wie die Arche? Nun, ich denke, die Festung als solche ist zwar dämonisch, aber sie sollte das Schild eigentlich nicht behindern. Nur ein sich selbst in sich selbst bewegendes Wesen dürfe eine Blockade gegen den Schild darstellen. So hoffen wir, dass wir keinen Jojo treffen. Dann sollten wir doch jetzt sozusagen, kurz bevor wir losgehen, wenigstens ein Schild gegen die Dämonen machen. Nun gut. Lasst mir eine Sekunde Zeit. Ich konzentriere mich. Verwandle mein Seil, was ich hoffentlich entknotet habe, wieder zurück in einen Stab. Guardian und ich mache jetzt die Variante Zeit lassen und Schild gegen Dämonen. Guardian und Zauberschild. Macht die Zauberei gar mild. Das eine plus 3. Und minus 4 Erleichterung, also eine Erleichterung um 1. Halt. Diese Runde auf eine Klugheitsprobe würfeln. Ihr fällt ein, dass du noch einen Trank in deiner Tasche hast, den du noch nicht benutzt hast. Mhm. Ja, genau, das ist nämlich, beziehungsweise, ja, wir haben ja noch mehrere Artefakte. Einmal das Flimflam-Artefakt, dann haben wir das Guardianum-Artefakt in der Variante persönlicher Schild. Den Paralys haben wir ja alle bekommen, den Pentagramma-Teppich und den Impersona-Trank. Wollen wir den vielleicht verwenden? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt gerade beobachtet werden? Ich sehe hier niemanden. Blicken mal zu den Gotongi-Eiern zurück. Ich weiß nicht, ob die noch im Sichtfeld sind. Ihr seid noch nicht in den Gang reingegangen. Abelmir steht jetzt vor einem in dieser großen Kaverne, in dieser großen Kammer und da hat er wohl jetzt die Meinung, dass ihr da reingehen dürftet. Aber ihr seid noch nicht drin, also ihr seid immer noch in dieser Brutkammer mit den Gotongis.
Da könnt ihr das sprichwörtliche Gift drauf nehmen. Galotta weiß, dass wir hier sind und er wird jeden unserer Schritte verfolgen. Ja, also ich würde sagen, dass wir uns unseren Spezialtrank für den richtigen Moment aufheben. Dann sollten wir vielleicht jetzt entscheiden, wer ihn nehmen wird. Ihr. Ich. Nun, es sind nur zwei von uns magisch begabt. Gut. Wäre es dann nicht schlauer, dass es Abel mir macht? Ist doch vollkommen egal. Ich nehme an, dass ihr beide seine Stimme nicht nachahmen könnt, von daher. Er hat zumindest eine männliche Stimme. Nein, ihr versteht das vollkommen falsch. Die Spektabilität Jigba al-Karechem hat extra darauf geachtet, dass auch etwas zum Stimmeverstellen darin ist. Gut, dass wir jetzt erklären, was der Trank macht, dann kann er das auch gleichzeitig noch einbauen, seinen Plan gegen uns. Finde ich gut. Wir können weiter. Ich muss irgendwas bissigen Worten leider zustimmen. Gehen wir auf zum Maschinenherzen. Immer wollt ihr euch immer so ein paar Schritte vor uns halten, mal um die Ecken linsen? Nicht, dass natürlich. Wir dann hinterher laufen. Mach ich gerne. Wie lange schätzt ihr, dass wir hier auf der Festung verbringen werden? Länger als eine Stunde? Naja, je nach so schnell wie er das damals aktiviert hat, werden wir, glaube ich, so viel Zeit nicht haben. Das ist wohl wahr. Ich habe noch einige Unverwundbarkeitselixiere. Vielleicht ist jetzt der geeignete Zeitpunkt, um diese zu verwenden. Nur, ich habe nicht mehr genug für alle. Wie viele habt ihr denn? 5. Und wie viel Magie ist dort enthalten? Ja, dann macht das jetzt wirklich noch einen Unterschied. Wir haben uns schon mehr als genug fragwürdiger Mittel bedient, um hier hochzukommen. Jetzt, wo uns wieder die Möglichkeit gegeben ist, sollten wir vielleicht darüber nachdenken, dergestalt Mittel hinter uns zu lassen. Dann ist es ja wohl einfach herauszufinden, wer die 5 sind von uns 6, die das brauchen, oder? Sicher, wir haben einen Freiwilligen. Ja, Isarun verteilt dann die Tränke. Das ist 4x Qualität D, das gibt Rüstungsschutz plus 2 und Wunschwelle plus 1. Und einmal Qualität C, das gibt Rüstungsschutz plus 2. Denkt dran, dass das eine Salbe ist, mit der ihr euch anreiben müsst. Ich will nichts sagen, aber haben wir da jetzt echt noch Zeit für? Also, ich meine, das letzte Mal hat er das, lasst mich nicht lügen, aber vielleicht eine halbe Stunde nachdem diese Festung aus der Wolke gebrochen ist, war schon Wehrheim in Flammen. Die ist noch nicht in Position, aber wir müssen uns beeilen. Ich denke nicht, dass wir noch sonderlich länger als eine Stunde haben. Aber sobald er in Position ist und das Ding anwirft, auch wenn nur die erste Stufe in Gareth, sagen wir mal, explodiert, hören wir auf zu diskutieren, ja. Hauen wir es uns schnell auf unsere Haut und gut ist. Ja gut. Ja, ich helfe Jaras beim Einreiben. Ja, wir helfen uns vielleicht gegenseitig beim Einschmuddeln. Ja gut, also ihr könnt euch einreiben, bekommt dann Rüstungsschutz jeweils in verschiedensten Qualitäten. Den Trank, der euch zu Galotta werden lasst, hat jetzt wer? Isarun. Und die hat ihn noch nicht getrunken. Ja, das ist richtig. Gut. Ihr habt noch keinen Schleier der Unwissenheit aktiviert, ja? Das ist auch richtig. Gut. Ja, wer steht aktuell vorne? Wer steht vorne und linst durch den Spalt? Ömer bekommt einen Schadenspunkt. Aua. Ja, Ömer kommt sofort, geht 2 Schritte zu Abel hin. Aua. Irgendwas habe ich gerade gestochen, ich glaube. Wir werden beobachtet von Gotomis. Mangastra tut etwas. Was sollen wir dagegen schon machen? Wir können nicht uns um jeden einzelnen dummen Gotongi kümmern. Wir müssen jetzt der Ader folgen zum Maschinenherd. Da müssen wir das kommt jetzt auf Zeit an. Warte einen Moment, wenn es wirklich Gotongi sind, ich kram mal meinen Rucksack mal rein. Ich habe noch diese blöden Alraunenknollen. Feuer gibt es wahrscheinlich genug hier in dieser Höhle noch? Ja, du schaust dir kurz um, siehst da so ein Dunghaufen mit niederhöllischem Grimm darin, kannst du gegenhalten und es entzündet sich. Und ja, ich wollte es angucken, als die so anfängt zu rauchen und rumzuschwefeln,
und verteil mal diesen Rauch halt um uns herum. Passiert irgendwas in der Luft, oder? Ja, also der Rauch verteilt sich. Das funktioniert wie immer. Nun, Gotongis können es nicht sein. Die können diesen Rauch nicht ertragen. Wir können uns nicht darauf verlassen, in jedem Raum genug Rauch zu verteilen, um vorwärts zu kommen. Habt ihr etwas gegen die Mistviecher oder nicht? Alraunen. Das ist tatsächlich das Mittel der Wahl. Vielleicht sollten wir diesen Durchgang. Ich gehe mal zum Durchgang, wo Ömer geguckt hat. Sind da auch schon Zeichen am Boden einer Tür oder sonst wo? Guck mal so um. Also es ist ein finsterer Gang. Du kannst sehen, dass es wohl aussieht wie schwarze Rippen, die von so einem unheimlichen Feuer glühen. Also du brauchst da keine Beleuchtung, auch wenn er dunkel ist, aber Zeichen oder sowas siehst du nicht, auch nicht in Zayat oder in einer anderen dämonischen Sprache. Gut, dann würde ich mal vorsichtig einen Schritt vortreten. Ich bin ja auch richtig in Guardianum geschützt, irgendwo. In Dämonen. Passiert mir irgendwas? Ja. Ich bleibe bei mir. Es scheint so, dass mein Zauberschild diese Wirkung aufhebt. Folgt mir. Los, Abelmir. Vorwärts. Er zieht seinen Säbel an, statt seinen Bogen und will es mit Nahkampf bekämpfen, weil er will im Karton, er will da rumbleiben und effizient bleiben. Ja, ich ziehe auch meine Waffe. Das ist ein guter Plan. Die Reichweite. Auf den schnellsten Weg direkt nach Galotta. Die Reichweite dieses Schildes beträgt etwa 3 Schritt. Also sollt ihr innerhalb dieser Reichweite bleiben. Ich denke, wir wissen alle mittlerweile, wie ein Guardianum funktioniert. Ich wollte nur darauf hinweisen. Komische Schutzkugel gegen Magie. Exakt dies. Was jetzt? Vorwärts. Keine Zeit zu verlieren. Ich zwack mir ganz schnell noch so ein Stückchen von der Ader ab und tue sie in eine Fiole. Dann hasse ich hinterher. Allenthalben bringe ich mal zur Orientierung meinen Bandstauber auf. Ich nehme an, das ist in Mengen, die so klein sind, dass es nicht relevant wird. Ja, also der Bandstaub, der wird noch genug da sein, aber nach der spätestens 3., 4. Ader wirst du spüren, dass dein Dolch dann auch restlos dann verrostet und die ersten Schaden bekommt. Dann fange ich an, mit dem Schwert zu schneiden irgendwann. Das ist ja geweiht. Ja, aber das sind Agrimod. Dämonen und so weiter, ne? Ich wollte nur sagen. Gut. Freust du das Schwert dann auch, oder? Erstmal noch nicht, nein. Aber ist schon mal eine gute Möglichkeit. Dein Dolch ist zumindest mal wieder verloren. Alles ist größer, verlorener, dämonischer. Manche Korridore sind schwarz und kolossal, wie ein Boron-Tempel von Alanfa. Rostige Gänge mit Stahlträgern erinnern euch an die tiefsten Zwergenstollen und die atmenden Klüfte. Ihr könnt einige Wurzeltreiben ausmachen und bebenden Boden, der an den Herzschlag eines Mahaitam erinnert. Denn in einem solchen Wesen standet ihr auch schon. Das Bauwerk erscheint eher wie gewachsen, ein Organismus, als ein nüchternes Konstrukt. Rippengewölbe, die sich öffnen und zu himmelstrebenden Domen werden. Ihr könnt einige Seelensplitter jaulen hören. Irgendwelche Geister, Artefakte, die hier herum zwischenlaufen, sich an den Wänden vorbeischieben, rhythmisches Pumpen. Einige Durchgänge sind rund und mannshoch, einige müsst ihr durchkriechen, wenn ihr dann auf dem Weg seid, euch durch die Rüstung, durch die Festung schiebt. Auf der linken Seite könnt ihr ab und zu mal einige Öffnungen sehen, die nach draußen führen, Wind, der euch dann um die Nase pfeift. Und den ein oder anderen Karakil, den ihr dann hier sehen könnt, mit einem Geschirr, ist er hier angebunden, wartet wohl noch auf seinen Reiter, schlägt da um sich, bricht mit einigen Schwanzschlägen, da wohl einige Kerben in die Kammer noch ein, wenn da irgendwelche fleischartigen Gänge gewachsen sind, einige humusartige Knochen, die er da zertrümmert mit seinem Schwanz, könnt ihr an ihn vorbeigehen oder sie auch erschlagen, spielt keine Rolle. Könnt ihr noch einige streunende, hundeartige Agrimod-Daimonida erkennen, die mit ihren 6 Erzbeinen vor euch herlaufen, mit einer rauchenden Nase. Kommt dann der ein oder andere dann tatsächlich auch auf euch zu? Ihr verharrt kurz, seht dann, wie sie an euch herbeischnüffeln, an dem Guardianum-Schild schnüffeln und dann weiterziehen, schwanzwedelnd. Dann könnt ihr, während ihr durch die Gänge geht, es hört fast nicht auf, diese Festung muss riesig sein. Wie gesagt, eine Stadt, eine gigantische Stadt.
Und könnt ihr dann sehen, wie die Adern wohl mittlerweile anfangen zu glühen. Irgendetwas hat sich verändert. Ihr das? Vielleicht. Ich glaube, die beginnen mit ihrem Scheiß. Das kann gut möglich sein. Wir müssten jetzt genau über der Stadt sein. Ich schneide eine Ader auf und drücke eine ganze Dosis Brennstoff rein. Die Ader verätzt von innen und ja, du siehst noch, wie wenige Teile dann abgepumpt werden. Diesmal tatsächlich, das kann Abel mir dann euch erzählen, unter euch. Und ihr seht dann, wenn ihr euch kurz ein bisschen umblickt, auch einen kleinen Kammer, etwas zum Rutschen, wo es dann wohl nach unten geht. Eine Metallrutsche. Ich fürchte, wir müssen nur nach unten. Ich könnte mit einem Seil mir herablassen. Ich denke, er kann am besten herunterklettern. Oder wir springen alle gemeinsam die Rutsche runter. Nun, und ja, was ist denn das da unten? Wir wissen nicht, was uns unten erwartet. Und an einem Seil können wir euch wieder hinaufziehen, wenn es mal sicher wird. Sobald wir erstmal reinspringen, sind wir auf Gitarrenfahrt, ihr habt auch unten. Ja, los, der Seil her. Ja, ich verwandle wieder den Stab hier in ein Seil und lasse das Seil, passe es an einer Seite und lasse es dieser Rutsche hinunter. Ja, Alan, fass mit an. Ich packe ihn mit an. Rafim. Ja, was? Anfassen. Ja, anfassen. Ja, so schwer ist der Junge auch wieder nicht. Wir wissen nicht, was ihn dort unten erwartet. Sicher ist sicher. Und dann versucht immer da runter zu klettern. Wenn ihr nicht sprechen könnt, zieht dreimal an Seil. Dann ziehen wir euch rauf. Somit geht es abwärts. Ja, so klettert ihr das Seil hinunter. Erstmal immer, um zu gucken. Ja. Ja, du kletterst zunächst nach unten und kannst dann, nachdem du 1-2 Meter geklettert bist, das Seil von Abelmir Stab wird da wohl nicht ausreichen, aber ihr werdet sicherlich noch andere Seile dabei haben. Kannst du dann hören, wie Schmerzen stöhnen nach unten dringt? Dann bist du aus dieser Metallrutsche, wo noch einige Dornen und Ranken auch versucht haben, nach dir zu schneiden oder zu stechen, den du dann ausgewichen bist, kannst du dann in einem Metallberg stehen bleiben, dich verstecken und siehst dann in einen titanischen Raum. Erhellt von zahllosen roten Lichtern. Ewige Schmerzen stöhnen von Tausenden. Du siehst hier einen großen Raum. Die Blutbatterie. Hier in die Festung eingearbeitet Menschen, die in so etwas wie einem Sarg angebunden sind mit Venen und Adern, die dann in sie hineinwachsen und gelbe Flüssigkeit, die in sie gepumpt wird. Das erinnert dich tatsächlich genauso wie damals an den Mahaitam. Wie die Seeschlange gemästet wurde von euch, wie sie angeschlossen wurde an die Batterie, ist das hier ähnlich. Und das Blutopfer, was hier wohl abgehalten wird mit Tausenden von Seelen. Du kannst wohl noch einige Wappenröcke erkennen, die ihnen immer noch geblieben sind. Soldaten, teilweise Tobrier, also Schwarz-Tobrier, Weiß-Tobrier mit verfaulenden Wappenröcken. Du kannst auch noch einige aus den Wehrheimer Regimenten erkennen, die hier wohl eingebunden worden sind und noch relativ frisch aussehen. Und du siehst weitere Personen. Dein Blick geht durch die Reihen. Du siehst hier auch noch einige Wachen, die hier dann stehen und sich unterhalten. Du erkennst Ragnar. Du erkennst Belshirasha, die Giftige, die hier ebenso angeschlossen ist. Myria Galahan von Mersing und Rondrasir Löwenbrand, den Herrmeister, den Erzprätor der Kirche. Und Exzellenz Dexter Nemrod. Und zieht dreimal am Seil und lässt sich wieder hochziehen. Möglichst leise. So, ziehen ihn rauf. Und? Was ist da? Das ist der Raum. Das ist der Raum, wo die Leute angeschlossen sind. Da unten liegen hier Belshirasha, Ragnar, die sind alle angeschlossen schon. Auch Nemrod. Nemrod? Und auch der, ich weiß nicht mehr, wer war das?
Dieser Reichsmarschall oder so. Ihr meint Löwenbrand? Löwenbrand ist der Meister. Und dann? Egal. Das ist dann also und, die, wie hieß es auf der Karte, Blutkammer? Und noch eine Frau, die ich nicht kenne. Sieht aber wunderschön aus, hat ein schönes blondes Haar. Sind da unten Feinde oder könnten wir da einfach so reingehen? Da unten sind Wachen, ja, Feinde auf jeden Fall. Wie viele? Ungefähr ein Dutzend, glaube ich. Doch, leben die Menschen noch? Ja, die leben auf jeden Fall noch, aber die sind mit dieser Maschine hier verbunden. Ja, das scheint dann diese Batterien zu sein. Aber da unten wollen wir doch hin, den Bandstaub positionieren, zumindest einen großen Teil davon. Ja, wenn wir ihn in die Blutversorgung werfen könnten, würde er sich in den Rest der Festung fortsetzen. So wie ich das verstehe. Richtig. Wenn wir also die Energieversorgung dieser Festung zerstören können, kann sie ihr Werk nicht mehr vollbringen. Oder das hoffen wir zumindest, dass dann nicht mehr genügend Energie da ist. Wir klettern also das Seil hinab, filmen den Raum, machen alle Linie, werfen den Bandstaub in die Batterien, klemmen Nemrod ab und verschwinden. Fragen? Los. Im Idealfall sollten wir natürlich noch mehr Leute abklemmen. Vielleicht erkennt ihr noch andere Personen. Ich habe die Frau nicht erkennen können, die hier liegt. Also außer Belchirascha. Warum? Egal. Na gut. Hinab. Besser wird's nicht. Auf! Klettern wir runter. Ja, wenn ihr nach und nach runterklettert, könnt ihr das ebenso vollbringen. Müsst da keine Kletternprobe für würfeln. Isorun bleibt das ein oder andere Mal an einer Stelle hängen, wo faulende Steine aufplatzen und ein paar Spinnen herauskrabbeln, die sich dann so ein bisschen an ihrem Gewand vorbei schmuggeln und dann wieder, nachdem sie sich so ein bisschen inspiziert haben, wieder runterklettern und dann steht ihr allesamt hinter diesem Metallberg. Könnt allesamt auf diesen titanischen Raum blicken. Mit den erhaltenen Gardisten, die hier patrouillieren, inspizieren, den einen oder anderen dann mal mit neuem gelben Brei versorgen, der sich dann in sie pumpt und sie so ein bisschen aufgedunsen wirken lässt. Also sie haben sich verändert. Ihr könnt dann auch, vor allem dann, nachdem Ömer mal in verschiedene Richtungen gezeigt hat, könnt ihr dann da auch ausmachen. Ragnar, der sonst sehr, sehr klein wirkte, wie fast schmal wie eine Bohnenstange. Er ist ziemlich fett geworden. Und ist zwar nicht ganz so groß, aber hat trotzdem einen ähnlichen Bauchumfang wie Raphim. Okay, bringen wir sie um. Das ist die Frau, die ich nicht kenne da vorne. Vielleicht können wir sie heimlich ausschalten. Oh ja, verfluchter Mist. Immer habt ihr euren Bogen noch? Ja. Jalan, du erkennst, Ömer deutet gerade auf diejenige, die du im Turnier der schwarzen Sonne besiegt hast. Ömer hat das damals nicht genau verstanden, aber du erkennst sie natürlich sofort, trotz ihren roten Haaren. Sie sieht gealtert aus. Myria Galahan Mersing, deine ehemalige Knappin. Wir sind dort hinein. Jetzt. Kann ich mir beim... Entschuldigung, mach du. Ömer zieht nur seinen Bogen, würde ich sagen, und legt einen Pfeil auf. Auf den Kurzbogen. Nimm mein Schwert und knie mich so ab, als wollte ich gleich aufspringen. Sind alle bereit? Zieh mir den Säbel. Bringen wir sie endlich alle um. Nickt ihr zu. Nehmt die nächsten zuerst. Kommt nicht zu weit von der Gruppe fern. Magier, haltet aus schon nach Immun oder irgendwas anderem Ungewöhnlichen. Wenn irgendetwas passiert, will ich das, was dagegen unternommen wird. Keine Gefangenen. Verstanden. Ja. Eins, zwei, drei, Attacke.